So, eine weitere Geocache-Tour. Diesmal haben wir einen Multicache. Und das heißt, dieser Multicache, es gibt einen Startpunkt und an diesem Startpunkt gibt es ein Rätsel, eine Aufgabe oder weitere Hinweise, wo man den nächsten Cache quasi findet. Und wir sind gerade auf dem Weg zum ersten Cache. Also zum Startpunkt quasi. Es ist eine Tour, die ungefähr 2 Kilometer lang ist. Und ja, man soll sie auch mit dem Mountainbike machen können. Der Hinweis war aber, es ist sehr steil. Und ich glaube, man sieht schon, dass es hier ziemlich steil ist. Natürlich ist es so, dass dann irgendwo steht, dass der Weg für Mountainbiker sehr steil ist, dass er für Menschen wahrscheinlich auch sehr steil sein wird. Haben wir gerade festgestellt. Und dieser Multicache hier, bei dem ist es so, dass wir glaube ich keine Caches selber, glaube ich, finden. Ah, vielleicht am Ende finden wir vielleicht einen. Sondern wir müssen uns jetzt hier, es gibt hier diesen Punkt-Punkt-Punkt-Weg und der gute Herr Pemsel hat natürlich auch einen Vornamen und dieser Vorname ist dann quasi, also daraus bauen wir aus dem Chiffre, bauen wir dann ein Lösungswort zusammen. Und da wir jetzt den Vornamen haben, wissen wir jetzt halt, welche Buchstaben quasi gesucht sind für das erste. Wir gehen jetzt zu einer Kapelle vorne hoch, die ist hier ein Stück weiter den Weg da vorne hoch. Da gehen wir jetzt hin und dann gucken wir mal, wie steil es dann weitergeht. Aber unter Umständen haben wir das Lösungswort dann schon und müssten halt nicht mehr zum finalen Cache sozusagen. Aber es ist hier so eine kleine, so ein kleiner Weg, ja. Ja, das muss man im Geocaching natürlich auch mal berücksichtigen. Also zumindest haben wir es jetzt gerade festgestellt, dass man gucken muss, was für Caches das sind. Ob es zum Beispiel auch, also ist es so eine reine Schnitzeljagd, wo man einen Punkt ablaufen muss und dann kein Cache ist. Oder sind es halt welche, wo man quasi etwas rausnehmen kann, wo man sich eintragen kann in so eine Cache-Liste, weil das finde ich halt cooler irgendwie. Also wenn man wirklich halt einen Cache findet, aus diesem Cache etwas rausholt und da sich dann quasi auch einträgt. Also nicht rausholen im Sinne von, man sucht diesen Cache, nicht, dass man sich irgendwas rausnimmt und nicht wieder reinpackt, sondern dieses Eintragen in eine Liste, das finde ich halt ganz cool. Und ich glaube, ich habe die Befürchtung, dass es bei dieser Cache-Route hier unter Umständen nicht der Fall ist. Und das wäre halt doof. Finde ich zumindest. Naja, wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall ist es schöne Natur. Hier haben wir nochmal die Skulptur hier. Oder das. Hier haben wir noch Bruderfeuer, durch das du die Nacht erleuchtest und schön ist es und liebenswürdig und kraftvoll und stark. Das symbolisiert ja also so eine kleine, so ein Feuer soll das hier symbolisieren. Ja. Und der Aufstieg ist ganz schön anstrengend. Kann man nicht anders sagen an dieser Stelle. Oh, was haben wir denn hier? Blair Witch. Hier haben einen Baum gespannt. Ja. Durchbrüllen. Ja, jegliches Wetter und so weiter. Durch das du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst. Ja, wir kommen jetzt gleich bei der Kapelle an. Da vorne ist sie. Und da gibt es auch noch einen Hinweis auf den Cache, den wir dann jetzt suchen. Also hier muss irgendwo ein Text stehen an der Kapelle, das ist ein Schild. Und da ist ein Text und wir müssen gucken, wie viele Buchstaben das letzte Wort hat.
Überlegt euch mal, die hier die Kapelle gebaut haben, die müssen den ganzen Scheiß hier nach oben geschleppt haben, was das hier zum Bauen nötig ist. Ne? So wie zu den Leuten, die Kapelle gebaut haben, mussten ganz schön Weg hin. Hier führt nämlich eine Straße hoch. Okay, ich habe nichts gesagt. Also, wir haben jetzt die Kapelle gefunden. Wir machen jetzt hier gerade kurz eine kleine Sitzpause. Und zwar ist es so, dass die, also unten der Weg hat ja einen Namen und der Vorname ist dann halt, hat dann halt zum Beispiel Zahlen. Also, wenn jetzt sagen wir, nehmen wir mal als Beispiel den Namen Florian, wenn der Weg jetzt Florian-Pemsel-Weg heißen würde, dann würde Florian, wäre dann zum Beispiel 382. Und das ist dann die X-Koordinate. Und dann gibt es hier oben, gab es noch ein Schild. Da mussten wir halt gucken, wie viele Buchstaben das letzte Wort hatte. Und in dem Fall ist dann zum Beispiel, wenn das Wort 23 Buchstaben lang ist, wäre dann Y halt gleich eben zum Beispiel 128. So. Und wir müssen jetzt diese beiden Koordinaten, die wir gefunden haben, die geben wir jetzt in GPS-Koordinaten ein. Also für X und Y. Und dann finden wir den letzten Cache. Und gucken wir mal, ob wir es jetzt hinkriegen, wie wir es am besten machen. Schauen wir jetzt erstmal. So, in diesem Sinne, wir gucken dann mal, ob wir den Cache gefunden haben oder ob wir hier verschollen gegangen sind. Man weiß es noch nicht so genau. So, man mag es nicht glauben, aber das ist kein Drogenversteck hier, das ist wirklich der Cache. Der Hüter des Tals, offizieller Geocache. 10.03.2011 wurde hier reingelegt. Und wir schauen jetzt mal, was hier drin ist. Soll ich es dir auch zeigen? Also das Geocache, das Buch hier, so ein kleines, dann Zitronensaft hat hier jemand reingepackt, hier ist noch ein Bleistift mit drin, noch mehr Zitronensaft, ein kleines Benzle und hier noch so ein ja, kleines Ding, also nicht wirklich viel, aber wir tragen jetzt mal das Cachebuch jetzt mal ein hier, dass wir hier waren. Und gucken wir mal. So, 30.09.18. Also letztes Jahr, okay. 17.03. Also, interessante Tour auf jeden Fall. Und der Cache liegt halt wieder einfach hier so rum. Direkt auf den Koordinaten, die man dann eingeben muss, auf die Finalkoordinaten. Hier mitten im Gebüsch dickicht. Finde ich ein bisschen doof. Aber naja. Wir haben ihn gefunden. Ich glaube, ich bin dreimal dran vorbeigelaufen. Jetzt guck ich mal, dass ich aus dem Gebüsch wieder rauskomme hier. Irgendwie. Ja, war eine schöne Tour. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, also einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne unten in die Kommentare eure Kommentare rein, eure Anmerkungen, was auch immer, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas zum Geocaching. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Geolizer.